Nächster Redner von der FPÖ, Gerhard Kaniak. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben in diesem Tagesordnungspunkt wieder zwei verschiedene Themen zusammengefasst. Und der erste Punkt, die organisatorischen Verbesserungen für den Insolvenzentgeltfonds, finden auch durchaus unsere Zustimmung und wir würden diese mittragen, wenn nicht in demselben Tagesordnungspunkt, in demselben Antrag auch eine Änderung im Sozialversicherungsgesetz und die neue Fortschreibung des Preisspannenmodells und eines Preisscreening-Modells für generische Arzneimittel mit enthalten wäre. Nun, lassen Sie mich ganz kurz erläutern, warum wir diesen Punkt ablehnen. Die Corona-Krise hat uns wunderbar gezeigt, wie abhängig wir in puncto der Arzneimittelherstellung und der Wirkstoffzulieferung aus dem Fernen Osten, Indien und China vor allem sind. Und warum hat es so eine starke Produktionsverlagerung in diesem Bereich gegeben? Weil der Kostendruck in den europäischen Gesundheitssystemen in den letzten Jahrzehnten sukzessive gestiegen ist und eine Produktion in Europa wirtschaftlich in vielen Bereichen einfach nicht mehr darstellbar war. Nun hat uns die Krise gezeigt, dass wir diese Abhängigkeit reduzieren wollen. Wir wollen wieder pharmazeutische Industrie, wir wollen Arzneimittelhersteller in Österreich und Europa ansiedeln. Und da brauchen wir auch neue Modelle, wie wir dies zu konkurrenzfähigen Konditionen ermöglichen, beziehungsweise müssen wir einfach unser Erstattungspreismodell unmittelbar überdenken. Denn wenn wir das nicht machen, wenn wir das alte Modell einfach fortschreiben, so wie das in diesem Antrag vorgesehen ist, wird Folgendes passieren. 2017 bei der letzten Runde, wo es dieses Preisscreening und diese Preisbandfestlegung gegeben hat, wurden zwar für die Sozialversicherungen Einsparungen in der Größenordnung von knapp 50 Millionen Euro erzielt. Allerdings waren nur 35 Millionen davon unmittelbar bei den Herstellern Einsparungen. 15 Millionen gingen zulasten der österreichischen Vertriebsstrukturen bei pharmazeutischen Großhändlern und Apotheken. Und als zusätzlicher Nebeneffekt von dieser Maßnahme sind damals 8% der zwangspreisgesenkten Arzneimittel für die Patienten vom österreichischen Markt verschwunden, aus dem Erstattungskodex rausgefallen und stehen den Patienten für die Therapie im öffentlichen Gesundheitssystem nicht mehr zur Verfügung. Und jetzt soll diese Maßnahme die massive Kollateralschäden in der Versorgungssicherheit bei den österreichischen Patienten, bei der österreichischen Vertriebsstruktur von den Arzneimitteln verursacht, fortgesetzt werden? Das kann es doch wohl bitte nicht sein. Halten wir uns doch bitte an die Dinge, wo ein allgemeiner Konsens besteht. Wir wollen die Versorgung sicherstellen für die österreichischen Patienten. Wir wollen die Produktion nach Österreich hereinholen. Dann dürfen wir bitte keine Maßnahmen beschließen, die als Kollateralschaden genau diesen Zielen entgegenlaufen. Vielen Dank. So, der Gesundheitssprecher der FPÖ, Gerhard Kaniak.